Willkommen zurück beim nächsten Let's Play von Resident Evil 7. Es ist gerade sehr dunkel hier. Wir sind in einem Video, was Mia uns hinterlassen hat. Und spielen jetzt quasi Mia. Und müssen vor der Mutter weglaufen. Aber es ist halt auch echt alles schweinedunkel hier. Man sieht fast gar nichts. Und ich weiß auch nicht, wo das alte Vieh ist. Es geht aber auch keine Tür auf. Was ist das denn? Ja, du Stück Scheiße. Wo bitte soll ich hinlaufen? Check ich nicht. Aber wir wären ja nicht aus Langeweile hier in dem Zimmer gespawnt. So, man kann die Mutter aber auch nicht ranlocken. Weil sobald wir rausgehen, geht die Tür hinter uns zu. Ich probiere jetzt mal, ob ich die Kiste da in die Tür reinschieben kann. Alles klar. Ich krieg's Kotzen. Die findet uns halt sowieso, oder? Oh, wie geil. Ich dachte schon, wir kommen hier gar nicht mehr weg. Was ein Stück Scheiße. Ernsthaft? Und jetzt? Scheiße. Knicki knacki machen, was denkst denn du? Krieg mal voll Beklemmung hier. Es war so klar.
Ach so, wir müssen jetzt. Oh Mann, ey. Ich glaube, egal was wir machen, wir müssen uns beeilen. Oh, ist das denn ihr Ernst? Das kriege ich doch niemals hin. Ich muss das Ding jetzt so drehen, dass hier eine Spinne rauskommt. Das ist. Ich drehe das jetzt schon die ganze Zeit. Ich habe nicht mal was ansatzweise aussieht wie eine Spinne. So, von der Länge her reicht das ja bis dahin. Das ist. Was ist denn das für ein Scheiß? Das sieht irgendwie schon fast ähnlich aus. Aber auch nur fast. Boah, das ist aber auch so blöd zu drehen. Nein, warum klappt das nicht? Ah. Leute, man muss X drücken übrigens. Man muss es bestätigen, okay? Muss man auch erstmal wissen.
Kommt die denn schon wieder her? Wie kommt die jetzt hier rüber? Toll, sieht aus wie ein Teil von etwas. Was soll ich damit machen jetzt? Oh nein. Es war so klar. Wo denkst du, dass du hingehst? Scheiße. Boah, Kacke. Boah. Ja, sie wollte uns irgendwas sagen, hat es aber leider nicht geschafft. Also das muss man wirklich sagen, bei dem Spiel sind die Ladezeiten ziemlich lang. Also ansonsten, das Spiel ist richtig geil, macht sehr viel Spaß zu spielen. Aber die Ladezeiten ärgern einen ein bisschen. Das ist nicht so toll. Was haben Sie dir angetan, Mia? Jetzt sind wir aber trotzdem noch nicht weiter mit dem dämlichen Penner, der da hier rumläuft. Ah, Moment, wir haben ja dieses Ding und unten ist nochmal so ein Teil. Da müssen wir bestimmt den Falken da draus machen. Nur die Frage, wo dieses Arschloch ist, der sollte uns natürlich jetzt nicht sehen.
Versuchen wir mal unser Glück. Auf ein neues. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt müssen wir es nur noch umdrehen, oder? Geht das? Ja, sehr geil. Wer baut diesen Mist? Hoffentlich überrascht uns der Vater jetzt nicht auch irgendwo. Da hätte ich weniger Bock drauf. Okay, was ist das hier für ein Zimmer? Kraut nehmen wir mit. Was war das? Der Kühlschrank sieht doch schon mal besser aus. Viel Bier, wenig Essen. Genau richtig. Wo geht's da hin? Wodurch wir Objekte einfacher aufspüren können. Aha. Hier nochmal ein Scheiß raus. Geil. Sehr geil. Wieder so eine Münze. Aber wir haben nichts für diese ganzen Scheißkisten. Atmet da noch einer außer uns? Boah, was haben die denn hier gemacht?
Oh, Scheiße. Was ist das denn? Leck mich am Arsch. Ich könnte ja wetten, wir müssen dahin, weil wir irgendwas finden müssen da hinten. Na, der hat uns jetzt auch noch gefehlt. Hinten einer, hier einer. Ach du Scheiße. Was soll's? Wir gehen noch mal darunter, gucken mal, wie der uns umbringt. Gucken mal, was immer das ist. War da noch eine Tür in dem Raum? Vor allem, der sah aber auch nicht so aus, als dass dem Pistolenkugeln was ausmachen. Ist noch eine Tür. Wo ist das Vieh denn hin? Hinter verschlossenen Türen. Aha. Sehr schön. Leute, ich habe keine Ahnung, was ich bei diesen Skorpiontüren machen muss. So, wir können jetzt erst einmal Medikit herstellen. Also Medizin quasi. Und wir können jetzt einmal Pistolenmunition herstellen. Okay, hier sind noch die Aufgaben. Die drei Hundeköpfe bekommen und die Tür öffnen. Die Flinte bekommen. Wie gesagt, wir brauchen noch zwei Hundeköpfe. Oh nein, das hört sich nicht gut an. Ah, Hilfe. Und was wir als Gewicht für die Flinte da hinlegen. Ja, wieder ein Keller. Hier unten sieht es nicht besser aus. Da kommt bestimmt gleich noch so eine Missgeburt. Hier ist Endstation. Nee, doch nicht. Boah! Alter Schwede! Jetzt schon wieder die Hose nass. Der ist da rumgegangen. Oder kann der einfach überall auftauchen, wo dieses schwarze Zeug ist? Jetzt können wir wieder was ablegen. Wir tun mal die Münzen da rein. Alle davon. Das Video auch mal geguckt, das tun wir auch weg.
Das behalten wir uns mal, vielleicht brauchen wir das noch. Achso, ne, ich wollte das jetzt eigentlich nicht da rein tun. Genau, so wollte ich das. Sehr schön. Ja, hier ist wieder ein Brief oder sowas. Was steht da? Einer der Köpfe ist im Zerlegungsraum im Keller. Okay, das ist ja schon mal ganz gut. Den haben wir nämlich noch nicht. Ist auch verschlossen. So, ich glaube, wir sind jetzt hier in dem Räumchen erstmal in Sicherheit. Hier ist auch ein Speicherpunkt. Wir werden das Ganze jetzt mal absichern und beenden die Runde jetzt auch und sehen uns dann im nächsten Let's Play zu Resident Evil 7. Bis dahin, ciao, ciao.